euch ein Summer Bronze Look und so weiter. Also einfach etwas, was perfekt, meine Stimme, etwas, was perfekt für den Sommer ist, was halt sehr glowy ist, also wirklich glowy Skin, dewy Skin oder wie man das auch nennt. Ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Wie heißt das auf Deutsch? Glänzende Haut. Wie kriege ich glänzende Haut? Das Tutorial. Ah, ein bisschen Fett ins Gesicht, das ist gut. Diesmal werde ich auch einfach mal parallel dabei quatschen. Ich dachte, ich probiere das mal aus. Ich glaube, ich habe noch gar kein Video hochgeladen, wo ich parallel zu dem, was ich mache, rede. Hm? Dann würde ich sagen, wir fangen jetzt einfach an. So, ich habe jetzt schon Foundation aufgetragen. Wo ist meine Foundation? Fängt ja schon gut an. Ah, Hauptsache, du quatschst parallel zu deinem Video und findest deine Sachen. Ist in Ordnung. Ich habe die True Match Foundation benutzt. Liebe diese Foundation. Habe sie überall mit dem Beauty Blender auf meinem Gesicht verteilt. So. Und so. Für einen Sommerlook finde ich es immer ganz wichtig, dass man highlightet und konturiert. Das ist einfach meine Meinung. Also so mag ich es persönlich. Schön Highlight unter den Augen und schön Kontur im Wangenbereich und dann halt an der Schläfe und so weiter. Deswegen fangen wir jetzt erstmal quasi mit dem Highlighten an. Ich nehme jetzt hier meinen Lieblingsconcealer, den ich auch in meinem Favoritenvideo erwähnt habe, den von MAC, den Pro Longwear. Pumpe hier einmal. Schön, dass ich dazu Töne mache, wenn ich sowas mache. Gehe mit meinem Ringfinger rein und verteile. Wirklich ganz ungeniert. Ungeniert? Ja, und dann habt ihr euren konturierten Look. Und natürlich auch hier überall, wo wir unseren Highlight setzen wollen, da wo es heller sein soll. Als nächstes nehme ich meinen Beauty Blender. Ich kann mich gerade selber nicht ernst nehmen, wenn ich das sage, weil ich so aussehe, wie ich aussehe. Auf jeden Fall nehme ich jetzt meinen Beauty Blender. Ich weiß nicht, warum ich das so ausspreche. So, und dann arbeite ich jetzt quasi den Concealer ein. Dieser Beauty Blender ist echt der krasseste Scheiß. So, jetzt sieht man schön, dass wir unsere Augen ja gehighlightet haben. Diese Partie hier und ein bisschen entlang der T-Zone quasi und auch ein bisschen am Kinn. Als nächstes nehmen wir jetzt unseren Bronzer. Ich benutze jetzt zwei verschiedene Bronzer. Einmal einen Bronzer, ich sag so oft Bronzer. Erstmal nehmen wir einen Bronzer zum Konturieren, das heißt, wir nehmen einen matten Bronzer, der nicht schimmert und nichts Glitzerndes, Schimmeres, irgendwas an sich hat. Ne? Und dann für diesen Glowy Finish benutzen wir dann noch einen Bronzer, der halt ein bisschen Schimmer hat. Da zeige ich euch auch zwei Varianten, sowohl ein High-End-Produkt als auch ein Drogerieprodukt, dass ihr wisst, ihr könnt beides nutzen, sind beide sehr gut. Okay, bevor wir jetzt mit dem Bronzer anfangen, muss ich erstmal meine Haare hochmachen, weil es nervt mich. Also 3, 2, 1. Oh, das ist der beste Zaubertrick der Welt. Für meinen matten Bronzer zum Konturieren nehme ich den von Benefit, den Hoola Bronzer. Und einen schrägen, angeschrägten Pinsel. Damit kann man einfach am besten arbeiten, wenn es um Konturen geht. So, jetzt gehe ich hier einfach lang. Und gehe hier an meiner Kontur entlang. Ich gehe dann immer gerne hier auch quasi da, wo das Ohr ist, hier an dem Haarendsatz so nach oben. Und umrahme dann quasi einmal so meine Wange. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ich habe jetzt natürlich auf meine Foundation kein Puder drauf gemacht. Das mache ich jetzt nur noch in dem Bereich des Concealers, weil ich natürlich diesen Glowy-Effekt beibehalten will und nicht, dass alles sehr matt ist. Und dann gehe ich hier noch ein bisschen... Wie heißt das denn auf Deutsch? Auf Deutsch, glaube ich. Jawline. Habe ich gerade das nur im Englisch. Irgendwie am Kieferknochen entlang. Kieferknochen? Doch. Hier am Kieferknochen. Und verblende das dann alles, dass wir nicht so eine... ja... Linien haben. So, jetzt fixiere ich erstmal kurz den Concealer mit Puder. Das habe ich noch nicht gemacht. Jetzt nehme ich hier von Rimmel den Stay Matte Puder. Nehme auch meinen Beauty Blender, also mit dem kann man irgendwie alles machen. Gehe hier einfach in das Puder rein. Und von außen nach innen, ja, dann setzt sich das Puder nicht so schnell in den Falten ab. Weil ihr arbeitet das dann quasi in die Falten ein, wenn das Sinn macht. Und dann hält der Concealer auf jeden Fall viel, viel länger. Ne? Und hier unten, da wollen wir ja nicht glänzen. Also einfach wirklich genau die T-Zone. Jetzt wollen wir unseren Glowy Bronze Effekt dort einbauen. Und wie gesagt, hier habe ich zwei verschiedene Produkte, die ich euch wirklich empfehlen kann. Zeige dich, anderes Produkt. Hier ist es. Einmal gibt es bei Douglas einen Bronzer, der heißt Terra de Sol. So sieht dieses Ding aus. Bei mir geht immer die Kappe kaputt. Ich verstehe nicht warum, aber es ist einfach so. Von Bellissima Creation GmbH.
Terra del Sol, kostet auch nicht viel, kostet unter 5 Euro, bin ich mir ziemlich sicher. Und dieser Bronzer hat halt so einen leichten goldenen Schimmer drin, wenn man das sehen kann. Also das ist wirklich sehr, sehr schön. Und dann, was ich auch in meinem Favoritenvideo erwähnt habe von The Balm, der Betty Luminizer Bronzer, so sieht er aus. Ein sehr guter Bronzer mit viel Schimmer drin. So, dann fangen wir mal an. Ich nehme jetzt einfach einen Blush. Jetzt nehme ich den hier, der ist schon... Dieser Stummel, da ist mir unten das Ding abgebrochen. Das ist von Ebelin. Ich finde die Pinsel von Ebelin wirklich sehr, sehr gut. Also ich habe viele Pinsel von denen und Halleluja, ne? So, ich nehme jetzt hier meinen Bronzer, gehe hier rein und muss natürlich aufpassen, dass ich nicht zu viel nehme, weil diese Dinger sollen nicht zu schimmerig sein, ja? Deswegen klopfe ich den Rest ab. Here we go. So, jetzt gehe ich einmal eine 3 an meinem Gesicht entlang. Was ist das? Ja, das zeige ich euch jetzt. Ich gehe jetzt erstmal hier oben an meinem Haaransatz entlang, ja, an meiner Schläfe, dann hier an meiner Wange, über meiner Kontur, ganz wichtig, nicht in die Kontur gehen, sondern über der Kontur und dann hier wieder runter. Quasi da, wo wir schon ein bisschen Bronzer gemacht haben, gehen wir noch ein bisschen mit diesem, ja, glänzenden Bronzer dran. Und das wiederholt ihr dann so lange, bis ihr den Bronze-Effekt habt, den ihr haben wollt. Man sollte nicht zu viel nehmen, aber auch nicht zu wenig. So, gehen wir hier einmal schön lang und bronzen unser Gesicht. Ich weiß nicht, ob man schon einen Unterschied erkennt. Diese Seite ist gebronzt. Und ja, ich sehe das jetzt hier gerade so durch den Spiegel. So. Also hier sieht man auf jeden Fall schon den Effekt, dass es so ein bisschen Schimmer drin hat, ja. Und hier ist alles noch so ein bisschen ohne Schimmer. Jetzt gehen wir auf die andere Seite. Genau das gleiche und dann gehe ich hier entlang an der Schläfe, über der Kontur von der Wange und dann unten am Kieferknochen entlang. Jetzt nehme ich meinen Beauty Blender. Ihr könnt auch, wenn ihr voll runter, zum Beispiel so einen Foundation Brush benutzt, ja, so einen Duo Fiber Brush oder was auch immer, oder einen Pinsel, ne? Dann könnt ihr nochmal da ganz locker drüber gehen, dass da einfach nicht so eine harten Linien sind, ja, dass man halt nicht sieht, irgendwie Strich und dann ist irgendwie weiß und dann braun. Also, dass man das nochmal in sich verblendet. Da gehe ich jetzt einfach nochmal wirklich ganz grob so ein bisschen drüber. Der Beauty Blender, der macht das schon. Okay, jetzt weiter zum eigentlichen Highlighten, also quasi dem letzten Schliff geben, also dem wirklich den Glow zu verleihen. Das war kein Deutsch, aber egal. Jetzt nehme ich den Highlighter, den ich auch in meinem Favoritenvideo erwähnt habe. Da gehe ich jetzt auch mit meinem Beauty Blender rein. Ganz vorsichtig, nicht zu viel, weil das ist extrem pigmentiert. So, und jetzt mache ich ein C. Jetzt haben wir hier eine 3 gemacht mit diesem Bronzer, ja. Und jetzt mache ich nur noch ein C. Gehe hier lang, also einmal eine Augenbraue. Zack, 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 zack. Und dann hier an der Seite vom Auge. Und dann genau auf meinem Wangenknochen, da oben. Da, wo ich den Highlight haben will, ja. Und bam, ja. Also mega der Highlight. Dann könnt ihr das verblenden, wenn ihr zu viel habt, ja, oder euch das ein bisschen zu extrem ist, einfach verblenden, dass es so sich mit dem Rest vereint und nicht zu extrem ist. Und dann habt ihr einen schönen Highlight auf eurer Wange. Das machen wir jetzt auch mit unserer anderen Seite. Einmal so ein C und gehe hier oben auf meinem Wangenknochen entlang und nehme wieder die größere Seite und verblende alles. So, wie man sehen kann, haben wir jetzt einen schönen Glow im Gesicht. Genau da, wo wir unsere Kontur haben, da schimmert gar nichts, so soll es auch sein, weil das sieht immer sehr dreckig aus, finde ich. Also, wenn ihr Konturen macht, immer mit matten Farben, genauso wie hier Highlights zum Beispiel unter dem Augen oder so, nichts mit Glitzerpartikel, einfach wirklich matte Farben. Das Augenmerk legt sich dann ja automatisch auf die Stellen, die glitzern oder glänzen oder was auch immer und das wollen wir ja beim Konturieren nicht. Deswegen hier mit einem matten Bronzer. Schläfen, also wenn man halt so einen Glow haben will, wenn ihr wirklich nur konturieren wollt und gar keinen Glow irgendwo überall haben wollt, dann könnt ihr zum Beispiel diesen Bronzer-Schritt auch mit einem matten Bronzer machen. Also das ist wirklich nicht notwendig, dass das hier schimmern muss, aber ich wollte euch einen glowigen Summer-Look zeigen, deswegen haben wir einen schimmernden Bronzer genommen. So. Oh, ich liebe es. Ich könnte den ganzen Tag nur sitzen und mich highlighten. Das klingt gerade voll komisch. Apropos highlighten. Kennt jemand von euch die Serie Sherlock? Also, jetzt
jetzt sitze ich hier und warte, dass mir jemand antwortet, bin ich doof. Kann ich euch nur empfehlen, euch die Serie anzuschauen, weil die ist wirklich extrem geil. Auf jeden Fall der Schauspieler, der Sherlock spielt. Jetzt weiß ich den Vornamen nicht, aber der heißt Cumberbatch mit Nachnamen, glaube ich, oder Cumberbatch oder sowas. Auf jeden Fall, ohne Witz, der hat die geilsten Wangenknochen auf der Welt. Die sind halt wirklich so, ich will diese Knochen haben. Das klingt gerade mega creepy. Ich würde am liebsten immer so in den Fernseher greifen und dann einfach so, deine Wangenknochen. Und dann würde ich mir die, das wäre mir scheißegal, ob es einfach so draufgeklebt wäre und total unnatürlich aussehen würde. Hauptsache, ich habe diese Wangenknochen. Und ich würde da einfach 10 Kilo Highlight drauf machen und darunter fett konturieren. Und ich würde durch die Gegend laufen und denken, ich bin die Geilste. Okay, das waren zu viele Infos. Auf jeden Fall hat er mega geile Wangenknochen. Das wollte ich nur mal anmerken, weil ich dachte, vielleicht interessiert es euch. So, das ist jetzt erstmal die Basis von unserem Gesicht. Das wäre einfach schon mal die Grundbasis. Grundbasis? Gibt es das überhaupt? Nein, wahrscheinlich nicht. Natürlich wollen wir dementsprechend noch unser Augen-Make-up und unser Lippen-Make-up machen. Und das zeige ich euch jetzt, wie das geht. So, ich möchte das Make-up nicht sehr dramatisch machen, weil ich finde, zum Sommer muss es nicht unbedingt sehr dramatisch sein, sondern es ist wichtig, meiner Meinung nach, dass man helle Farben auf dem Augenlid trägt, nicht zu viel Smoky Eye, nicht zu schwarz, nicht zu dunkelbraun oder was auch immer. Deswegen passt einfach zu diesem Look die Farbe, die ich auch als Highlight auf meinem Gesicht genommen habe, und zwar dieser Berry Luminizer. Und den benutze ich jetzt auch als Lidschatten. Und es ist so ein schönes champagnerfarbenes was auch immer. Oh, ich liebe es einfach. Es ist so schön. Und natürlich machen wir das auch auf unserem anderen Auge. Wie komisch würde es aussehen, wenn wir es nur bei einem Auge hätten, nicht wahr? Ich liebe natürlich auch den inneren Augenwinkel highlighten. Das ist ganz wichtig. Nehmen wir hier einmal Lack. Und highlighten diese Stelle unseres Auges einfach einmal schön aus. Und hier auch. So. So, was ich jetzt noch gerne mache, wenn ich meinen normalen Summer Bronze Look nachkreiere, dann nehme ich ein bisschen Eyeliner und dann ziehe ich einfach einen nicht zu dramatischen Strich ganz nah an meinem Wimpernkranz und gebe so mit meinen Wimpern halt die Illusion, dass sie dichter sind. So, und fertig sind wir mit unserem Eyeliner. Jetzt noch ein bisschen Wimperntusche. Wo ist meine Wimperntusche? So, Wimpern sind getuscht, Augen sind gemacht. Jetzt kommen wir zu unseren Lippen. Tut mir leid, die Kamera ist einfach gerade ausgefallen, weil einfach der Speicherplatz voll war. Und jetzt hat es nicht aufgenommen, wie ich mir 50.000 Kilo Lipgloss auf die Lippen geschmiert. Von MAC habe ich einen Nude-Lippenstift benutzt, Myth heißt der. So sieht er aus. Dann habe ich einfach komplett auf meine ganzen Lippen verteilt. Und dann habe ich diesen, oh, ich liebe diese Lipglasse. Eigentlich hätte ich die in meinem Favoritenvideo erwähnen sollen, habe ich aber nicht. Fühlt euch damit informiert, dass das auch eins meiner Favoriten ist. Und zwar von NYX diese Buttergloss. Plural. Die sind so geil und die fühlen sich so gut auf den Lippen an. Das ist wirklich wie Buttergloss halt, ne? Und die sind extrem auch pigmentiert. Ich habe jetzt hier die Farbe Peaches and Cream über diesen Nude-Lippenstift drauf gemacht, aber ich muss sagen, es ist eher ein Pink-Rosa als Peach. Das ist der fertige Make-up-Look. Sehr, sehr glowy, wie ihr sehen könnt. Oh, ich liebe es. Wie ihr seht, ganz einfach nachzumachen und ja, sieht einfach schön aus. Kennt ihr das, wenn ihr irgendwie super cooles Make-up habt und ihr findet euch total schön? Irgendwie, dass ihr euch die ganze Zeit im Spiegel angucken müsst. Das habe ich gerade. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an diesem Tutorial und ja, wenn ihr Fragen habt, dann schreibt mir das in die Kommentare. Und falls ihr auch noch wissen wollt, was ich euch fragen wollte, und zwar, das ist jetzt mein Go-To-Summer-Look, so was ich halt im Sommer sehr gerne trage. Wollt ihr auch noch eine Frisur haben, die ich mir gerne im Sommer mache? Ein Zopf. Ganz einfach. Nein, aber ich kann ja gerne mal schauen, was ich so nachkriegen kann. Ich hätte dann nämlich was im Kopf und vielleicht ist es was für euch. Also wenn es euch interessiert, ab in die Kommentare und schreiben, ja, bin ich voll geil und mach das oder boah, Alter, bitte, geh weg. Was auch immer. Ihr schreibt dann einfach irgendwas rein. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag und genießt die Sonne und bis zum nächsten Mal. Tschüss.